Das ist natürlich so bei mir. So, der Run fängt an. Ja. Da sehen wir einen guten Nikita. Also, Nikita, die Hauptfigur schon. Ich erzähle gleich was dazu. Also, eine Frage. Ziff, kennst du Captain Claw? Nein. Schade. Das hätte mir doch jetzt schon sehr weitergeholfen. Oder kennt überhaupt jemand Captain Claw hier im Chat vielleicht? War ein Spiel, was irgendwann in den 90ern rausgekommen ist. Ja. Und damit geht's los und herzlich willkommen zu Nikita, The Mystery of the Hidden Treasure. Ja. Auch ein 3D-Jump'n'Run, 3D-Plattformer, wie man es nennen möchte. Ich sag mal so, wer braucht schon eine Welt, wenn man halt außen rum gehen kann? Ja, FPS, Chrissy. Das Spiel, ich weiß nicht, welche FPS das sind. 12, 15? Ich kann es dir nicht sagen. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Captain Claw war richtig gut. Das ist schön. Denn das ist sozusagen der inoffizielle Nachfolger von Captain Claw. Ich kann zu dem Spiel überhaupt nicht viel sagen. Also man sieht immer im Logbuch so ein bisschen, was es denn mit der Story und solche Sachen und solche Scherze auf sich hat. Mhm. Es gibt hier aber halt Captain Dodger und der hat den Plan halt alle Piraten zu vereinen und alle Meere zu übernehmen und wir wollen ihn aufhalten. So. Standard Story. Das ganze Spiel hat 11 Level. Ja. Wie wir sehen, wir haben unsichtbare Wände, wir haben unsichtbare Decken, wir können halt einfach uns bewegen, wo wir wollen eigentlich. Das gute Spiel ist vom polnischen Entwickler Techland entwickelt worden und hat das übernommen, aber von Monolith oder ja, dem Entwickler, dem Entwicklerstudio. Denn eigentlich war es als Captain Claw 2 oder Captain Claw 3D sozusagen, sollte es werden. Aber jedoch, der Publisher hat dann halt einfach die Rechte an der Lizenz verloren, an Captain Claw. Mhm. Und deswegen haben sie das Ganze, was sie bis dahin hatten, verkauft. Und Techland hat dann halt eine eigene Figur reingehauen, das Spiel fertig programmiert und rausgehauen. Läuft. Naja, sagen wir es mal so, die Grundlage, mit dem Techland gearbeitet hat, stammt von 1999. WTF? Also es hat 9 Jahre gebraucht, bis das Spiel rauskam. 1999 hat sozusagen Monolith an der Fortsetzung halt zu Captain Claw gearbeitet. Und wie gesagt, die haben das dann halt verloren und 2008 hat es dann Techland dann halt als eigenes Spiel rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, zu was Monolith gehört. Ja, also wir, wenn wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, wir klippen uns sozusagen eigentlich letztendlich out of bounds am Rennen Rande der Map oder ja. Einfach mal hier an Türen hoch. Ich meine, hier in dem Fall war es ja tatsächlich so, in dem Fall existierte wenigstens die Plattform, dass man da halt wirklich drauf springen konnte auf dem Pfosten. Mhm. Doch war die Lücke eigentlich nicht so groß wie die Spielfigur. Also eigentlich sollte es nicht gehen, aber es geht halt. Das Spiel ist übrigens nie international oder sowas erschienen, meine ich. Wundert mich ehrlich gesagt nicht.
jump on the trampoline, input music, and then input something, I can now overtake like the set trajectory of the trampoline, going out of bounds again. Cool, so this is the end of the level. We've barely been in bounds in this level, but you don't really notice it. So something important about, or not important, interesting about the game. If you heard of about... Ja, Techland, entschuldige. Meine Güte. Ihr wisst doch, was ich meine. Wenn ihr dann wisst, was ich meine, dann ist halt so alles gut. Ja, ich kann tatsächlich zu dem Spiel auch nicht viel sagen. Zu dem Spiel gibt es halt auch so gut wie keinerlei Informationen. Das ist halt mein großes Problem gewesen. Und wir wissen, es existiert? Ja, wir wissen von der Existenz. Ich kann euch sagen, dass es 5 Runner von dem Spiel gibt. Schweden, Norwegen, Frankreich, Niederlande, Kanada. Und es sieht sehr sauber programmiert aus. Es sieht unglaublich sauber programmiert aus. Vor allen Dingen, wenn er dann out of bounds runter in die Lava fällt und dann stoppt. Hätten sie wie E.T. vergraben sollen. Ja. Weiß nicht, irgendwer hatte doch gesagt, dass Captain Claw ziemlich gut war. Ich freue mich sehr über Input, wenn du mir den da, oder wenn du den uns da liefern kannst. Zu Captain Claw. Wenn ich ehrlich sein soll, mir kommt da gerade Erinnerung an ein anderes Spiel auf, was ich mal letztes Jahr kommentiert habe. Chaos and Kangaroo 3. Sagen wir es mal so, mir kommen da einige Spiele in den Kopf, die ich schon kommentiert habe. Mhm. Weil es ist halt, ja, kein gutes Spiel. Nee. Und davon habe ich schon einige kommentiert. Auch so von der Art her, das passt zu einigen. Aber die stammten alle so auch tatsächlich aus der Zeit, so 2000er. Ja, als der Hype um 3D-Plattformer noch halt halbwegs existent war. Ja. Das Spiel sieht so trostlos aus. Ich finde nicht. Nö, muss ich tatsächlich sagen. Trostlos finde ich das jetzt auch nicht. Findest du Charme? Ja klar, jetzt gerade das Level sieht ein bisschen trostlos aus. Aber so allgemein. Also jetzt haben wir ja halt diese abgestorbenen Bücher und so weiter und so fort. Nee, wir sind noch nicht bei den Trash Games angekommen. Nee, das sind nur mal so ein paar Schmuckstücke zwischendrin. Aber der Block kommt also wirklich dann Donnerstag, wenn ich das richtig gesehen habe. Obwohl, so einen richtigen Trash-Game-Block hat GDQ nicht mehr. Die haben auch keinen What the Fact Japan mehr. Die haben das aufgeteilt, genauso wie jetzt auch kein Mario-Block mehr und so ist. Die haben das ein bisschen im Schedule verteilt. Finde ich nicht schlecht. Habe ich mehr zu tun. Muss nicht nur zu einem Block kommen. Während des ganzen Events. Ja. Hier sehen wir, wie unglaublich toll das programmiert ist. Ja. Wir laufen halt einfach unter den Level durch. Läuft. Aber am Strand letztendlich halt wirklich. Also, ich meine, die Entwickler haben es halt auch wirklich so programmiert, dass da was ist. Ja, nicht nur Donnerstag ist Pokémon, da kommt Pokémon Platin. Am Sonntag hat man außerdem, das vorletzte Game ist nochmal Pokémon Blau. Und ich sag mal so, Pokémon Blau im Vergleich zu Pokémon Platin ist in dem Fall ein interessanterer Run, da Pokémon Platin glitchless ist. Catch 'em all. Ja, Catch 'em all ist großartig am Sonntag. Ich werd mir das heute angucken, weil um die Uhrzeit wird hier dann schlafen. Ja, ich weiß. Weil ich finde jetzt die letzte Nacht nicht so prickelnd, dass ich mir da die Nacht um die Ohren haue. So, auch hier balancieren wir jetzt wieder, oder laufen wir. Mit Balancieren hat das nichts zu tun. Es klingt bloß schöner. Laufen wir hier schön wieder am Rande rum. Runterfallen wäre nicht so schön. Und ja, hier kommen sie immer. Ja, hier ist es jetzt tatsächlich. Also wir sehen ja immer mal ab und zu sozusagen die Screenshots. Das ist tatsächlich eine Mechanik, um höher zu kommen.
einfach um höher springen zu können. Es lädt sozusagen den Sprung nochmal neu auf. Also das ist so eine Mechanik, die habe ich verstanden in dem Speedrun. Ja. Ja, Kusswort. Kus, K-U-S, was weiß ich. Nummer, bei was war ich? Nummer 19. Ich vergebe wieder Nummern, das ist einfacher. Okay. Ja. Ja, man sieht dann nochmal alles. Theoretisch. This level is the longest though, and it's kind of crazy with the strats it has. So we're gonna jump around some more subliminal messaging coming up. We're gonna jump around a really big invisible wall here. Damn. We can get stuck on it, so hopefully we don't, and then barely make it. Mal gucken, was sagt denn die Zeit? 10 Minuten? Ja, kommen wir langsam zum Ende. Der WR. Der WR liegt ohne Ladezeiten bei 11:42, also es kommt hier in dem Fall auf die Zeiten ohne Ladezeiten an, weil es teilweise halt echt lange lädt, laden kann und vom Runner ist jetzt die Zeit bei 11 Minuten 48 Sekunden ohne Ladezeiten. Weltrekord mit Ladezeiten liegt bei 11:57, also somit. Ich würde mal sagen, so mit 13 Minuten können wir rechnen. Okay. Auf jeden Fall. So, das hat nicht ganz so funktioniert. Also ja, wir wollen ja hochkommen. Die Gegner interessieren sich auch. Also die Gegner können auch gar nicht so hoch schlagen. Also wir stehen auf einer Vase und die Gegner kommen gar nicht hoch zu uns. Oh lol. So, ja, mal wieder schön mit dem Screenshot gesehen. Moin, Lothric. Guten Morgen, Lothric. Letztendlich haben wir, wie wir schon auf dem ganz am Anfang gesehen haben, im Hauptmenü, müssen wir halt einen Tiger besiegen. Was so halt allgemein so als... Was sind wir eigentlich für ein Tier? Ein Fuchs, würde ich sagen. Ja, aber wegen dem gestreiften, ich hätte auch Fuchs gesagt, aber wegen dem gestreiften Schwanz ist das halt so. Oder ein roter Panda? Ja, aber das ist ein roter Panda. Ich glaube, rote Pandas haben so einen gestreiften Schwanz, so bauschig. Ja, das kann sein, auf jeden Fall, ja. Gut. Rocky, mein Auto, nicht jedes Jahr mal dieselben Spiele. Also es wird schon bemüht, ein bisschen Varianz reinzubringen. Und herzlich willkommen beim Kampf. Yay. Der netter Kampf. Bloß noch nicht zu Ende. So. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich großartig zu dem Spiel sagen soll. Du hast schon mal alles gesagt. Ich find's immer so schön, sich auf Bäume zu klippen. Einfach so. Guck mal, wir fliegen. Auch das geht. WTF. Ja, wir haben an der Stelle jetzt den einen Punkt erreicht, wo das Spiel halt gar nicht mehr klarkommt und uns einfach sozusagen dann da durch die fliegen lässt. Also wir sind nicht mal auf einer existierenden Plattform, sonst könnten wir ja laufen. Mhm. Also auch nicht auf einer existierenden, unsichtbaren Plattform. Sondern, ja, das ist halt wirklich komplett abseits davon. So, jetzt hat er es geschafft. Oh, hatte doch so viel Zeit verloren. Das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. So, hier laufen wir sozusagen ein bisschen zickzack den Berg hoch. Einfach weil ansonsten zu steil. Was tatsächlich so aus der echten Welt so übertragen kann. Wenn es einem zu steil ist, sollte man im Zickzack einen Berg hochlaufen. Vorausgesetzt, dies ist möglich. Oh.
from the evil Dodger Pitbull boss that the guy just mentioned. But we can't do. Ich habe auch gar nicht mitgezählt, bei wie viel, in welchem Level wir sind. Oh, ich habe mir auf dich verlassen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ja, das steht immer im Logbuch, wenn wir von Level zu Level gehen. Ja, Skyrim ging das auch, ja. Aber Skyrim geht allgemein vieles. Dead Island und Dying Light haben die auch gemacht. Ja, Techland. Da wurde auch schon eben drüber diskutiert, Mibio. Die Story ist, dass du irgendein Piraten spielst. Du spielst Nikita und sollst halt Captain Dodger und seine ganze Truppe aufhalten. Es ist time. Hast du den tollen Endboss gesehen? Nö. Ich auch nicht, weil er nicht existiert hat. Weil er nicht geladen hat. Wir haben ja gerade gesehen, wir waren auf dem Wasser und da waren ein Haufen Items und sonstige Sachen. Also, ja, da wäre theoretisch sozusagen das Schiff gewesen und da wäre Captain Dodger gewesen und so weiter und so fort. Das wäre übrigens das Schiff gewesen. Jetzt steht da Captain Dodger etwas abseits. Ja. Und sobald wir sozusagen dann das neu laden, haben wir dann, also wir mussten sozusagen jetzt um den Triggerpunkt das Ende, der Endcutscene. Und dann das alles neu laden. Es waren dann zwar wieder am Start des Levels, aber haben trotzdem das Ende erreicht.